ist Jana aus meiner Bastelecke. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt, so wie das schon mal der Fall war bei einem meiner Halloween-Videos. Ich sitze hier in dieser Wolfsmaske, weil ich die letztes Weihnachten für meinen Freund gemacht habe. Das sind keine Stampin' Up! Produkte, die ich verwendet habe. Das Video hier ist auch nicht gesponsert. Ich habe einfach nur nach was gesucht, wie ich seinen Gutschein verpacken konnte. Und der Gutschein war, dass wir gemeinsam in einen Escape Room gehen, der vom Thema her Game of Thrones, der Serie, angepasst ist. Und deswegen dieser Wolf. Und dann habe ich eben geguckt, was es für Wolfsmasken gibt, die man aus Papier bauen kann. Und da gibt es gar nicht so viel, aber die hier, die echt richtig cool ist, die habe ich bei Wintercroft gefunden. Das ist ein britischer Anbieter und es ist wintercroft.com. Machen ganz viele so eine Masken wie die hier, unterschiedlicher Art, Tiere, Dämonen und was weiß ich was. Und was man dort kriegt, sind einfach die Vorlagen. Und die habe ich mir dann gekauft. Kostet die jetzt im Speziellen 4,49 £. Das sind ungefähr 5 Euro. Und wenn ihr die einmal runtergeladen habt, dann könnt ihr die beliebig oft natürlich nutzen. Also das ist so eine Vorlage, die druckt man aus. Und dann klebt man die auf das Material, was man verwenden möchte, einfach drauf und schneidet das Ganze aus und dann sind da auch so Klebelaschen. Wenn ich jetzt hier so in die Maske reingucke, dann sehe ich auch die Klebelaschen und die ganzen Linien und Buchstaben und Nummern, die man da hat in der Vorlage. Ja, und dann klebt man das eben einfach zusammen und dann hat man diese Maske hier. Ich habe jetzt hinten ein bisschen Blubberfolie reingesteckt, weil ansonsten kippt der mal so nach vorne, der ist relativ groß. Man kann die, wenn man das zum Beispiel für Kinder machen möchte, dann sagen die da auch so mit dabei, wie man das dann verkleinern muss. Also die Vorlage verkleinern, dass man die eben kleiner ausdruckt, dass einfach der ganze Kopf, also die ganze Maske kleiner wird. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist doch vielleicht eine ganz gute Möglichkeit für Halloween. Wir sind über Halloween in den USA, da kann ich jetzt dieses Teil hier nicht mitnehmen. Das wäre vielleicht ein bisschen sperrig im Koffer. Aber vielleicht braucht ihr ja noch ein witziges Kostüm. Die sind leichtweise aus Papier, ist jetzt die Maske. Sitzt auch ganz bequem jetzt durch die Blubberfolie. Und weil der Mund hier unten offen ist, kann ich auch gut atmen. Sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen stickig. Es gibt auch halbe Masken, die nur so auf dem oberen Teil vom Gesicht sitzen, wo der Mund und die Nase frei sind. Da könnt ihr mal einfach durchgucken, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, ich habe die einfach nur gefunden, diese Maske, weil ich eben nach Wolfsmasken gesucht habe für meinen Gutschein, um den zu verpacken. Deswegen bin ich auf die gestoßen. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal, wie man die eben dann macht. Und ich zeige euch auch noch mit, was ich dann als Gutschein da reingeklebt habe. Ich versuche jetzt mal hier rauszukommen, ohne dass ich mir meine Brille vom Kopf ziehe. Okay, ich habe es gleich. Ach. So. So sehe ich drunter aus und so sieht die Maske drunter aus. Ja, also das hier ist der Gutschein gewesen. Mein Freund hat das Ding so bekommen an Weihnachten und dann steht da unten eben drinne, worum es denn überhaupt geht, wieso diese Maske. Und ihr könnt hier aber auch drin sehen, dass da eben die Zahlen und Linien und sowas drin sind, wie man das ganze Ding zusammen bastelt. Nachdem ihr diese Vorlage hier erstanden habt, könnt ihr euch die einfach runterladen und dann auf normalem Papier ausdrucken. Das muss auch nicht besonders fest sein. Allerdings muss das fest sein, worauf ihr das dann kleben wollt, um eben nachher die Maske draus zu machen. Das hier ist jetzt SnapHub, ist ein veganes Leder, also aus Papier. Wird anscheinend auch in Deutschland hergestellt. Ich hatte dazu mal das ein oder andere Video gesehen und dann habe ich es in Leipzig in einem Bastelladen gesehen und habe mir eine Rolle gekauft. Das gibt es auch in unterschiedlichen Farben, dass das dann auch noch ein bisschen mehr nach Leder aussieht. Wenn man das wäscht, dann kriegt das diese Lederoptik. Man kann das Ganze auch vernähen und das ist eben sehr dick und stabil. Das ist jetzt, finde ich, gerade bei dieser Maske nicht schlecht, weil unten ja der Kiefer vom Wolf ist. Und der doch sonst etwas, sagen wir mal, schlabberig werden würde. Jetzt schneide ich die Sachen einmal alle grob aus. Und zwar deshalb, das richtige Ausschneiden kommt dann, wenn man es aufs Material geklebt hat. Das ist jetzt erstmal nur dazu da, dass ihr nicht, ja, dass ihr ein bisschen Platz sparen könnt auf dem Material, auf das ihr das aufklebt.
da muss jetzt nicht so viel drumherum sein, aber ihr müsst eben auch nicht exakt ausschneiden. Das seht ihr gleich, wenn ich euch zeige, wie ich das aufgeklebt habe. Zum Aufkleben habe ich hier den Flüssigkleber genommen von Tombow und habe versucht, möglichst platzsparend zu sein und habe eben so ein bisschen, sagen wir mal, Tetris gespielt mit diesen Schnittteilen hier. Einfach so lange geklebt, bis alles drauf war und dann kommt natürlich wieder das Zuschneiden. Da solltet ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass das ein ganzes Stückchen dauern kann, bis ihr diese vielen Einzelteile ausgeschnitten habt. Aber letztendlich weiß man ja, wofür man es tut, nämlich dafür, dass man dann nachher so eine tolle Maske hat. Es ist also nicht schwer, es ist nur ein bisschen Fummelarbeit. Dann habe ich hier gleich mal getestet mit einem Lineal und einem Falzbein, ob das gut funktioniert, wenn ich die Falzlinien vorher ein bisschen mit dem Falzbein so, ja, sagen wir mal, ein bisschen eindrücke, damit eben dieses Snap-Hub sich dann leichter biegen lässt. Bin auch schön alles damit nachgefahren. Man will ja wirklich extrem starke Kanten haben. Und hier wird einem gezeigt, welche Linien man nach oben und welche man nach unten falzen soll. Also die sind unterschiedlich gestrichelt, die Linien. Und da gibt es natürlich dann auf der Anleitung auch wieder was, was einem sagt, welche von diesen gestrichelten Linien man eben quasi eine Talfalz oder eine Bergfalz macht, also nach oben oder nach unten. Ja, und das muss man dann halt auch noch mit jedem Teil machen. Das zieht sich natürlich auch noch ein bisschen. Wenn die ganze Vorarbeit dann mal geleistet ist, dann kann man sich auch an den spaßigeren Part machen, nämlich das Ganze zusammenzusetzen. Auch dafür habe ich einfach nur den Flüssigkleber von Tombow verwendet. Der gibt ein bisschen Spielraum, dass man es noch so hinschieben kann, wie es auch wirklich sein soll. Allerdings, wenn er dann hält er auch. Wobei ich festgestellt habe, wenn man sich das Ding über den Kopf ziehen will und, sagen wir mal, einen etwas dickeren Kopf hat. Nee, Quatsch, aber ja, die Öffnung unten ist dann doch nicht ganz so breit. Man hat ja auch noch Ohren, wo das leider dran hängen bleiben kann. Und das kann schon mal passieren, dass dann die ein oder andere, nennen wir es mal Klebenaht, vielleicht ein bisschen aufgeht. Von dem her werde ich das an der Maske vielleicht einfach nochmal nachkleben. Aber grundsätzlich hält das bombenfest. Also ihr habt ja gesehen, ich habe den auf dem Kopf und da passiert auch nichts. Man sieht innen drin auf jeden Fall diese Falzlinien und Zahlen und Buchstaben. Und das sieht man natürlich auch, wenn man von außen reinguckt. Jetzt nicht unbedingt so doll, wenn es jemand auf dem Kopf hat. In den Ohren sieht man die Falzlinien ein bisschen. Da sind allerdings keine Zahlen, also stört jetzt auch nicht sonderlich. Aber wenn ihr das wirklich für ein Kostüm machen wollt und auch nicht wollt, dass die Leute eben sehen, dass ihr das quasi wie so eine Art Bastelpaket zusammengeklebt habt, dann könnt ihr auch einfach das ganze Ding nochmal anmalen. Das Snap-Hub ist ja sowieso dazu geeignet, dass man es bemalen kann. Vielleicht, um es sich ein bisschen einfacher zu machen, ist es eventuell auch nicht schlecht, das einfach nur mit Sprühfarbe zu besprühen, aber das weiß ich nicht genau. Ihr müsst natürlich dann aufpassen, dass ihr es gleichmäßig einsprüht, dass ihr nicht zu nah hinkommt, dass sich solche Tropfen bilden. Aber ich könnte mir vorstellen, also außen kann man es sicherlich so auch ganz gut anstreichen sozusagen, also bemalen. Innen drin könnte es vielleicht ein bisschen anstrengender werden, aber eigentlich reicht es ja auch letztendlich wirklich, wenn man, oh, keine Ahnung, ihr wollt vielleicht einen dunklen Wolf haben, einen dunkelgrauen oder so, dann könnt ihr noch mit Farbe ein bisschen Textur machen, quasi so eine Art Fell darstellen, indem ihr da verschiedene Grautöne nimmt und so, ja, so Striche macht, die so aussehen eben wie Fell, und in den Ohren, dass man dann diese Falzlinien nicht sieht, einfach irgendwie so einen rötlichen, dunklen Ton, so wie es im Innenohr irgendwie aussieht, so ein bisschen dunkler, rötlich, keine Ahnung, da ein bisschen mit rumspielen, und ich denke, dann sieht das auch noch mal ein bisschen realistischer aus und man erkennt eben nicht gleich, wie die gemacht wurde. Zum Zusammenkleben haltet ihr euch einfach an die Zahlen, die da drauf stehen. Das ist relativ einfach, außer vielleicht vorne so dieser Teil, der dann zur Nase wird und so. Klar ist das ein bisschen kniffliger, aber man findet das auf jeden Fall, findet man sich ganz gut zurecht. Es dauert einfach nur, aber ich fand es jetzt nicht so schwer.
Dann habe ich einfach noch ein paar Schönheitskorrekturen gemacht. Denn klar, es ist Flüssigkleber und das passiert dann schon mal, dass da so ein bisschen Kleber rausquitscht, damit da eben keine so eine hässlichen dunklen Klebereste sind, bin ich mit dem Knebelmittelradierer nochmal drüber gegangen. Und damit kann man ziemlich gut wieder so Projekte ja retten, die sonst vielleicht einfach schmutzig und dreckig ausgesehen hätten, weil eigentlich mit was anderem ist das relativ schwierig. Dieser Klebemittelradierer ist, ich glaube, aus Harz oder irgendwie sowas und da halten dann eben auch so Klebereste dran. Die Maske wäre damit jetzt aber schon fertig, also die könntet ihr jetzt schon als Kostüm benutzen. Und wenn ihr einen weißen Wolf macht, dann halt einfach weiße Klamotten anziehen und so, ne, ist eh klar. Die Augen würde ich mir vermutlich dunkel, wirklich so dunkle Schminke drumherum machen, dass das in den Augenhöhlen noch besser wirkt. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist von der Seite von diesem Escape Room bestimmte Dinge ja, als Screenshot gespeichert, damit ich die als Fotos habe. Und dann habe ich mir so überlegt, wo kann ich was hinmachen. Also er musste quasi die Maske umdrehen, als er es ausgepackt hat, um dann zu erkennen, worum es denn jetzt eigentlich geht. Und ich habe hier eben geguckt, was wo am besten hinpasst von diesen kleinen Bildchen. Mit dem Winter is Coming, da steht eben noch die Erklärung mit dabei, das Thema von dem Escape Room, worum es ungefähr geht. Und eben auch das Datum, an dem wir es gemacht haben und die Uhrzeit. Das ist ja jetzt schon vorbei, war auf jeden Fall ziemlich cool. So kann man einfach einen individuellen Gutschein machen. Das ist natürlich was sehr viel Aufwendigeres als jetzt, keine Ahnung, für einen Gutschein irgendwie eine Karte zu basteln, eine Ziehkarte zu basteln, ein Körbchen mit irgendwelchen Wellness-Sachen oder was weiß ich was. War schon sehr aufwendig, ist aber auch ziemlich cool, wenn man denn den Platz hat, das dann nachher auch irgendwo stehen zu haben. Allerdings fängt es doch etwas Staub. Das kann ich schon mal so sagen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das auch nicht ganz so einfach zusammenzupacken. Wegen dieser Form, also ich meine einzupacken in Geschenkpapier. Ich habe hier großes Stück Geschenkpapier genommen und wie ihr seht, das dann in so einer Art, ich weiß nicht, sieht so ein bisschen aus wie so ein eingepackter Blumenstrauß. Und ja, musste das in so einer Art Tüte machen, so wie so eine Schultüte und dann oben irgendwie zukleben. Hat aber funktioniert und jetzt zeige ich euch kurz, wie mein Freund das an Weihnachten ausgepackt hat. Verkehrshütchen, Verkehrshütchen. Ist zu leicht. Wir dürfen ja mal raten, was es ist. Harry Potter. Harry Potter, ne? Oder wenn man es umsetzen kann. Hey, Jana, wir hätten ihm doch einfach nur eine Narbe auf die Stirn machen müssen. Brauchen wir keinen Hut für. Was ist das denn? Den habe ich selber gemacht. Ja, toll. So. Der ist aus Papier gebastelt. Aus Pappe, würde ich sagen. Aus Snap-Papp. Ja. Snap-Papp ist so veganes Leder aus Papier. So Leder. Ja. Escape Room. In ein Escape Room. Ja, und der ist nachempfunden Game of Thrones. Und pass auf, da gehört noch ein Geschenk dazu. Das war ich ja mit auf dem Foto. Das ist ja keiner. Ja, das ist direkt in der Nähe. Der Wolf telefoniert. So, jetzt muss der Robert nochmal. Also von der Seite sieht es auch gut aus, neben so einem Wolf zu sitzen. Ich hoffe natürlich, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Wie gesagt, das Video war jetzt nicht gesponsert von Wintercraft, sondern ich finde einfach nur diese Vorlagen und die Masken total cool. Wenn ihr sowas machen wollt, braucht ihr natürlich so eine Vorlage. Ich glaube nicht, dass man sowas einfach selber hinbekommt. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, ob die ein Computerprogramm haben oder so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde mit diesen ganzen Falzen. Aber ich meine, 5 Euro ist ja jetzt auch nicht extrem viel und man kann das ja auch öfter verwenden, diese Vorlagen. Kann sogar eine ganze Familie als Wolf gehen, also die Wolfsfamilie. ja, genau, also wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch ein schönes Halloween. Tschüss!